Herzlich willkommen bei Kraftbaum, dem Podcast, bei dem die Natur und die Gesundheit im Mittelpunkt stehen. Ich bin Sandra Schilling und ich freue mich wiederum auf ein spannendes Interview und Geschichten, die dich ermutigen werden, die Natur und den Wald als deinen Freund kennen und lieben zu lernen. Waldphysio. Heute darf ich Elias Bauer im Gespräch begrüßen. Elias Bauer verbindet als Physiotherapeut und Wildnispädagoge klassische Physiotherapie mit natürlicher Bewegung und Naturverbindung. In seiner Praxis Waldphysio finden Menschen in entspannter Atmosphäre wieder zu mehr Bewegungsfreiheit und zu einem guten Körper- und Bewegungsgefühl. In den regelmäßig stattfindenden Naturverbindungstreffs und Kursen hilft er als Naturmentor den Teilnehmern wieder echten Kontakt und tiefe Verbindung mit der eigenen Natur, der uns umgebenden Natur und anderen Menschen zu knüpfen. Herzlich willkommen, Elias. Ja, danke, Sandra. Schön, dass du da seid. Ja. Elias, magst du noch etwas ergänzend erzählen von dir? Ich wohne in Vorarlberg. Genauer gesagt in Langeneck, einem kleinen Dorf. Mit meiner Frau und meiner Tochter. Und habe da eben jetzt seit einem Jahr die Waldphysiopraxis. Und habe letztes Jahr angefangen, auch diese Naturverbindungstreffs zu machen. Und dieses Jahr starte ich dann mit mehr Workshops und Kursen dann im Sommer. Was dürfen wir uns jetzt unter einer Waldphysio vorstellen? Also zum einen ist der Name, bezeichnet auch den Ort, weil da, wo ich wohne, das nennt sich Bregenzer Wald. Und die hier wohnen, die Einheimischen, die sagen einfach nur Wald. Deshalb ist Waldphysio zum einen schon mal die Bezeichnung, wo die Praxis ist. Und zum anderen ist es für mich einfach die Verbindung zwischen der Physiotherapie und der Naturverbindung, dem Wald und auch dem natürlichen Bewegen, so ein bisschen als Bindeglied. Und es geht eigentlich für mich darum, Menschen in der Praxis zu helfen, mehr in ihr natürliches Selbst wieder zu kommen und auch in ein gutes Körpergefühl, in ein gutes Bewegungsgefühl und einfach auch mehr natürliche Bewegungen im Alltag wieder einfließen zu lassen. Also diese Verbindung von Natur und Physiotherapie, die findet in deiner Praxis statt, in dem Raum. Du gehst also nicht in die Natur und machst da Physiotherapie mit deinen Klienten? Nein, also die Physiotherapie, die findet wirklich in der Praxis statt und zum großen Teil auch die Bewegungstherapie. Die natürliche Bewegung wird auch draußen stattfinden. Wird dieses Jahr auch ein paar Kurse geben, wo wirklich Bewegung draußen im Wald dann gemacht wird. Bisher ist es so, dass die Physiotherapie und natürliche Bewegungskomponente schon in der Praxis beziehungsweise in anderen Räumen stattfindet. Und nur die Naturverbindungskurse wirklich draußen sind. Und wie geht das ganz konkret vor sich? Also wie darf ich mir das vorstellen? Oder ich stelle mir es jetzt mal so vor, sage ich jetzt einfach. Natürliche Bewegung, da geht es vielleicht darum, möglichst optimal mich zu bewegen, also damit ich, wie soll ich sagen, möglichst ohne Anstrengung, möglichst geschmeidig mich bewegen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du vielleicht in deiner Physiotherapie einen Weg mit so wie einen Sinnespfad hast, mit Steinen, mit Wurzeln, mit Tanzapfen. Oder bin ich da falsch? Nein, es klingt schon ziemlich nach dem, was auch passiert, ja. Also vor allem das sich geschmeidig bewegen und leicht, was nicht heißt, dass es nicht anstrengend ist, aber einfach, dass man wirklich eine effiziente Bewegung hat.
Ein Pfad mit Tannenzapfen, und so habe ich leider in der Praxis noch nicht, aber das ist eine gute Idee. aber es geht wirklich darum, Bewegungen, die wir sowieso machen, im Alltag zu optimieren und auch zu schauen, dass das, wie du gesagt hast, eine geschmeidige Bewegung wird, aber auch mehr natürliche Bewegungen einzubringen in den Alltag. Also wirklich manchmal auf alle Viere runterzugehen, Balanceübungen einzubauen und auch Übungen, da wo es ums Körperfühlen geht, wo man wirklich die Bewegung bewusst wahrnimmt. Ja, von dem, was in der Praxis her läuft, es ist schon so, dass ich Hilfsmittel benutze, die das mehr fördern. Also ich habe zum Beispiel so einen kleinen Balken, wo man Balanceübungen machen kann, auf allen Vieren, aber auch ganz normal auf den Füßen. Genau, und einfach einen größeren Bereich, wo man auf dem Boden Übungen machen kann. Genau, und das Ganze begründet sich auf dem MoveNut-System. Das ist, kommt eigentlich aus Kanada, ist dort von einem entwickelt worden, und das sind einfach ganz viele Bewegungen, wie sie Menschen seit Jahrtausenden gemacht haben. Viel eben auf allen Vieren, Tragen, Klettern, Schwimmen ist auch dabei, das geht in der Praxis natürlich nicht. genau, und das versuche ich halt möglichst in den Alltag der Menschen mit zu integrieren, damit einfach die Bewegungen, die wir im Alltag machen, wieder vielfältiger werden und dadurch den Körper auf unterschiedliche Art und Weisen fordern und fördern und Verspannungen entgegenwirken. Die Beweglichkeit wird besser, das Körpergefühl und natürlich auch die Kraft. Ja. Also dann kommt die Naturverbindung eigentlich daher, dass diese natürlichen Bewegungen in unserem Ursprung des Seins im Leben in der Natur entstanden sind. Wir haben ja ganz vieles vergessen, über wie du vorhin erwähnt hast, auf allen Vieren kriechen wir nicht mehr rum. Aber früher war das vielleicht je nachdem ein Muss, wenn man sich anschleichen wollte an ein Tier. Ist das so gemeint, diese natürliche Bewegung in Verbindung mit der Natur? Genau, also die natürliche Bewegung ist schon so gemeint, ja. Also das ist ursprünglich eben aus dem, wie wir uns in der Natur viel bewegt haben, entstanden. Und es ist einfach für uns moderne Menschen, denke ich, wichtig, Teile daraus wieder zu integrieren, weil der Körper einfach viele dieser Bewegungen braucht, um wirklich gut funktionieren zu können, um gesund zu sein, gesund zu bleiben. Genau, und deshalb versuche ich das eben den Menschen so mitzugeben, dass sie es gut in ihren Alltag einbauen können. Es ist ja nicht so, dass es ganz verschwunden ist. Wir machen es meistens halt nur kurz, beziehungsweise haben vielleicht andere Bewegungsmuster erlernt, um bestimmte Tätigkeiten zu machen. Genau, und da ist das Ziel einfach wieder mehr auf diese ursprünglichen Bewegungsmuster, die auch sehr effektiv, effizient und für den Körper einfach natürlich und gut sind, zurückzufinden und diese wieder mehr in den Vordergrund zu rücken in unserem Alltag. Da schickst du dann deine Klienten in der Zwischenzeit bis zum nächsten Termin auch mal bewusst in die Natur, vielleicht eben in den Wald, wo der Boden nicht ganz eben ist. Also gibst du denen auch Tipps für Übungen, für die natürliche Bewegung in der Natur mit? Auch, ja. Ja. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie derjenige, der zu mir kommt, da offen dafür ist. Also ich hole sie da ab, wo sie stehen, und gibt manchen dann Übungen mit, für die sie an ihrem Arbeitsplatz machen können oder zu Hause, manchen für unterwegs und manchen eben wirklich für in der Natur. Also je nachdem, wie sie da offen sind dafür oder wo sie gerade stehen. Genau, aber generell sage ich vielen da schon, dass sie das entweder draußen
im Dorf zum Beispiel, wo sie das da machen können und wie. Und dann auch wirklich, wie das dann im Wald umzusetzen ist, ja. Bei mir kommt da einfach so das Bild auf, wenn Anfang eines Waldspielgruppenjahrs die Kinder kommen, wie unsicher, dass die sich im Wald bewegen, wie unsicher, dass gewisse Kinder sind und immer nach einer Hand suchen, weil sie sich ja nicht gewohnt sind, auf diesem Untergrund zu gehen. Und wenn man die dann beobachtet nach einem Jahr, wie die da rumhüpfen und da ist keine Wurzel mehr oder löst keine Unsicherheit mehr aus, nichts mehr. Ja, da glaube ich, höre ich das oder sehe ich das, was du jetzt erzählst, auch mit diesen natürlichen Bewegungen. Das passiert dann einfach so, ganz auf eine natürliche Art und Weise. Die lernen balancieren, die lernen auf einem Bein zu gehen, ja, ohne dass sie es merken, ohne dass sie in der Physiotherapie sind. Ja, manchmal braucht es nur eine andere Umgebung. Und bei Kindern ist es sowieso so, dass sie sich recht schnell anpassen und das recht schnell auch wieder lernen, sich dort wirklich sicher zu bewegen. Genau. Ich merke es auch bei Erwachsenen, dass es wirklich einen schönen Fortschritt gibt. Also ich habe sogar das Gefühl, mit denen ich wirklich viel von dieser natürlichen Bewegung mache, dass der Fortschritt sogar leichter und schneller geht als mit normalen Physiotherapieübungen, sage ich jetzt mal. Was, glaube ich, eigentlich wirklich halt in unserem Körper noch drinsteckt und eigentlich nur aktiviert werden muss. Und dann haben wir es viel schneller wieder Zugang dazu. Jetzt gibt es noch den anderen Wirkungsbereich von dir. Den Wirkungsbereich wirklich draußen in der Natur, wo du solche Naturverbindungstreffs anbietest und Kurse anbietest. Was genau beinhaltet dieser Teil meines Lebens? Da ist es so, dass wir uns 1 bis 2 Mal im Monat treffen, Samstag, und einfach rausgehen in die Natur, in den Wald als Gruppe. Und je nachdem, manchmal lassen wir es ganz offen und gehen einfach raus und schauen, was passiert, was finden wir an Spuren, was passiert mit den Vögeln, also was für Signale geben die, was kann man da entdecken oder rauslesen. Genau, oder mit Pflanzen, die wir finden. Und manchmal ist es auch so, dass wir bestimmte Themen haben, wo ich vorher sage, okay, bringt bitte das und das mit. Und dann haben wir ein bestimmtes Thema, das wir durchnehmen oder... Ja, manchmal ist es wirklich so, dass zuerst ein bisschen Theorie kommt, dass ich was erkläre und manchmal auch aufzeichne, damit die Menschen sich vorstellen können, was wir jetzt machen und warum und wie das ungefähr abläuft. Genau, und dann gehen wir raus und also bisher war es ganz viel Sinnesübungen, wirklich die Sinne wieder aufmachen und verfeinern. Und es ist schön zum Sehen, wie die Menschen mehr in den Körper wiederkommen, wacher werden und gelöster irgendwie, recht schnell in einen gelösten Zustand kommen und fast wie Kinder dann anfangen spielen und die Aufgaben und Spiele, die ich dann anleite, auch einfach wieder mehr in die Lebendigkeit kommen und auch die Gruppe immer mehr zusammenwächst. Ja, und man einfach merkt, dass sie immer mehr über die Natur wissen, aber auch sich reinfühlen können oder einfach merken, okay, da ist die Verbindung einfach stärker zu bestimmten Aspekten in der Natur. Genau, und wie das immer stärker wird und sich ergänzt auch. Das ist also eine feste Gruppe, die sich da immer wieder trifft? Oder wechselt die Zusammensetzung der Gruppe? Es gibt einen Kern. Also es gibt Menschen, die wirklich von Anfang an dabei sind und auch fast immer dabei sind bei dem Treffen. Und es gibt
Menschen, die manchmal dabei sind, und es gibt immer wieder auch neue. Also es wechselt schon auch, aber es gibt so einen Kern, der immer mit dabei ist, ja. Aber man braucht da keine Vorkenntnisse mitbringen. Nein, man braucht keine Vorkenntnisse. Man kann einfach einsteigen, und dadurch, dass ich auf jeden Einzelnen eingehe, geht es recht gut, dass man das immer wieder einsteigen kann. Jetzt hast du von Themen gesprochen, die ihr da allenfalls mal behandelt. Kannst du uns da ein Beispiel nennen? Genau, das wäre zum Beispiel ein Tag, wo wir uns wirklich nur mit Spurenlesen beschäftigen, wo wir einfach Tierspuren identifizieren und schauen, okay, was hat das Tier da gemacht, warum war das hier? Und einfach lernen zu schauen, also natürlich zuerst mal zum Schauen, okay, was war das für Tier, was könnte es gewesen sein? Wo gehen die Spuren hin? Was hat es zu tun mit dem Außenrum, mit der Umwelt? Also warum ist es gerade hier entlang gelaufen oder hat gerade hier gegraben? Ja, und auch einfach die Neugier immer mehr zu wecken und das Tier immer mehr kennenzulernen. Über die Spur zum Beispiel. Oder kann auch ein Kräutertag sein, wo wir wirklich Kräuter sammeln gehen und dann danach zusammen was damit kochen. Genau. Oder wie ich vorher schon angesprochen habe, die Vogelsprache, die ich auch sehr interessant finde. So dass man wirklich dann in den Wald geht, auf die Vögel lauscht und dadurch wirklich sehr viele Informationen kriegt, weil die Vögel so das Alarmsystem im Wald bilden. Also überall, wo irgendein, jetzt der Fuchs zum Beispiel entlangläuft, machen die bestimmte Töne und Verhaltensweisen. Man kann quasi, wenn man das viel übt, kann man genau sagen, okay, wo bewegt sich wer im Wald? War für dich die Natur schon immer so ein ganz wichtiger Bestandteil deines Lebens? Oder ja, was hat dich dazu bewegt, die Natur in dein berufliches Tun einfließen zu lassen? Also es war schon in meiner Kindheit einfach sehr wichtig für mich, in der Natur sein zu können. Und ich war auch fast immer draußen im Wald mit Freunden oder alleine. Ich hatte nur in meiner Jugend mal eine Phase, wo ich viel drinnen und am Computer war, und danach ging es wieder raus dann. ja, und für mich ist einfach die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe und auch in der Wildnispädagogik-Ausbildung, die hat mich so stark berührt und geprägt, dass ich es aus meinem Leben nicht mehr wegdenken kann. Und ich auch einfach möglichst viel Zeit in der Natur oder mit Naturthemen verbringen will. Und deshalb habe ich es auch eben in meine Arbeit mit integriert. Und ich habe einfach gemerkt, wie gut mir das Ganze getan hat. Die Natur, die Naturverbindung, die Wildnispädagogik. Und deshalb will ich es auch an andere Menschen weitergeben und den anderen auch helfen, einfach mehr in die Verbindung zu kommen und so schöne Erfahrungen zu machen, wie ich sie gemacht habe. Du sprichst jetzt da in Vergangenheit. Also war das für dich so ein größerer Reifungsprozess oder Entwicklungsprozess, wo du das Gefühl hast, war in Begleitung dieser Naturverbindung besser möglich oder anders möglich? Oder was bedeutet dir heute die Natur so? Ja, es ist schon noch heute auch so. Für mich ist sie heute eigentlich wichtiger denn je, aber ich verbringe leider weniger Zeit in der Natur als früher, einfach dadurch, dass ich ja, zum einen dadurch, dass ich eine Tochter habe jetzt, wo es einfach verschiedene andere Dinge gibt, die Zeit brauchen. Aber ich gehe mit ihr natürlich auch sehr viel raus in den Wald.
Und gibt es Situationen, wo du ganz bewusst rausgehst, wo du wirklich sagst, jetzt packe ich meine Sachen, jetzt muss ich raus in den Wald oder in die Natur, um mir diese Zeit gönnen? Ja, also auf jeden Fall, wenn ich eine stressige Zeit hatte, dann gehe ich einfach raus in den Wald zum wieder runterfahren. Das geht für mich da draußen am besten, wenn ich dann in die Sinne reingehe und wirklich mich irgendwo hinsetze und präsent bin. Da komme ich am schnellsten wieder zu mir und in die Ruhe. Sonst, also wenn ich jetzt viel am Computer gearbeitet habe oder an anderen Bildschirmen war, dann mache ich das auch, dann gehe ich raus und am liebsten zu einem Baum. Und da merke ich richtig, wie diese Elektrostatik in meinem Körper, die ich spüre, abfließen kann, sobald ich dann einen Hautkontakt zum Baum oder zum Boden herstelle und ich mich dann auch einfach viel frischer, energiegeladener wieder fühle. Genau, wann ich auch rausgehe, ist, wenn ich wirklich irgendein Thema habe, das mir im Kopf rumgeht, wo ich eine Entscheidung treffen sollte, aber nicht so richtig weiß, was die richtige ist, oder einfach neue Impulse brauche in meinem Leben. Da gehe ich auch in den Wald zu meinem Sitzplatz, sitze einfach, gehe in die Sinne, denk nicht über das Thema nach und dann kommen die besten Impulse oder Hilfen für die Entscheidung. Und oft weiß ich dann ganz genau, ah, das ist, so ist richtig. Oh ja, das kenne ich auch. Das funktioniert also auch bei mir bestens, genau. Nur kommen manchmal nicht genau die Antworten auf die Fragen, die ich zuvor gehabt habe, sondern auf andere Fragen, aber es ist immer, ja, es fließt nachher einfach so. Ja, das kenne ich manchmal auch so, ja, dass andere Sachen kommen, wo ich mir denke, wow, ja. Cool. Und die, aber oft ist es dann so, dass die Frage, mit der ich gekommen bin, gar nicht mehr so das Gewicht hat wie vorher oder nicht so drängend ist. Die kann dann auch ein bisschen warten. Oft mache ich es in meinem Kopf drängender, als es eigentlich ist. Und wenn ich dann draußen war und in die Entspannung gekommen bin und diese anderen Impulse kommen sind, dann bin ich innerlich entspannter und kann auch das Ganze entspannter sehen. Und wenn es jetzt nicht was ist, wo jetzt wirklich ein Datum hat, wo die Entscheidung stehen muss, dann kann ich es auch entspannter sehen und wieder offen lassen oder einfach noch ein bisschen Zeit geben, bis die Entscheidung dann wirklich ansteht. Kennst du für dich auch so ganz besondere Erlebnisse in der Natur, die dich auch nachhaltig geprägt haben? Weißt du, manchmal gibt es doch so diese Wow-Überraschungseffekte, wo, also mir geht es jedenfalls so, wo ich mich noch Jahre danach erinnere, weil es einfach in mir so ein Aha ausgelöst hat oder ein Wow oder, ja, kennst du sowas auch von dir? Ja, waren schon einige Situationen. Also eins, an das ich mich gerne erinnere, ist, da war ich eben bei der Wildnispädagogik-Ausbildung bei so einem Camp und es war Abend, es war schon dunkel und ich bin von einem kleinen Bach, der ein bisschen weiter unten war, wo wir uns gewaschen haben, bin ich alleine rauf, wieder zum Camp zurück und es war ganz eine, ja, fast magische Stimmung. Es war ganz still und es waren überall Glühwürmchen um mich rum. So wie, ich bin mir vorgekommen, wie in einem Fantasy-Film oder so, wo irgendwelche leuchtenden Wesen da sind. Und ich bin einfach in dieser fast ehrfürchtigen Stimmung langsam diesen Pfad rauf durch die Glühwürmchen und habe dann durch die Büsche schon den Feuerschein gesehen von unserem Lager. Und dann bin ich durch die Büsche durch und als das Feuer so in Sicht gekommen ist und die halt meine Freunde und Clan-Mitglieder eigentlich in dem Fall, um das Feuer waren und manche von ihnen haben gerade ein großes Dammhirschfell gegerbt, dazu Leder gemacht. Und es war so
eine schöne Stimmung, so ein schönes Bild einfach. Und ich habe mich so richtig zu Hause und richtig an dem Ort einfach gefühlt. Und das war für mich so ein ganz besonderes Ankommengefühl. Zum einen wirklich so in dem Clan, aber auch so in der Natur, in diesem Verbundenheitsgefühl. Genau, und einfach auch, also was mich da, an was mich das immer wieder erinnert, ist, dass für mich einfach die Natur sehr wichtig ist. Aber auch eben dieser Clan, dieses Clan-Gefühl, Freunde, einfach tiefe Verbindungen auch zu anderen Menschen. Und wenn du jetzt dich so erzählst oder dich an dieses Erlebnis erinnerst, kommen da auch gleich wieder die Gefühle hoch von damals? Also würdest du sagen, wenn du dich jetzt vielleicht einsam fühlen würdest und dich an die Situation zurückerinnerst, dass es dir dann vielleicht wohliger wird, dass du dich wieder aufgehobener fühlst? Ja, auf jeden Fall, ja. Es ist natürlich nicht ganz das Gleiche, weil ich weiß, dass ich gerade nicht in der Position bin, aber wenn ich wieder so das mir ins Gedächtnis rufe und die Bilder hervorrufe, kommt schon das Gefühl wieder. Und vor allem, also dieses Eingebundensein, das kommt sehr stark wieder zurück. Weil das ist ja eigentlich was nicht an diese Situation gebunden ist. Ich habe es nur da besonders stark gespürt. Aber ich kann durch die Erinnerung an die Situation wieder das mehr wahrnehmen, dass es da ist. Das ist schon sehr schön, ja. Ja, das kann ja wirklich auch sehr hilfreich sein, wenn man das weiß für sich, dass man da wieder an diese Erinnerungen anknüpfen kann und sich so vielleicht auch wieder ein gewisses Bewusstsein holen darf. Wenn jetzt jemand vor dir steht und ja, der hat noch nicht so viel mit der Natur am Hut, aber möchte sich da jetzt mehr wieder drauf einlassen, mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Gibt es da für dich einen Tipp, den du dem mitgeben möchtest, für seinen ersten Natur- und Waldbesuch zum Beispiel? Ja, ich würde ihm auf jeden Fall sagen, dass er wirklich versuchen soll, in die Langsamkeit zu kommen, weil wir sind von unserem normalen Alltag sind wir meistens eher schnell am Bewegen und schnell am Gehen vor allem. Und das ist, finde ich, sehr hilfreich, wirklich im Wald mal langsam zu werden und wirklich versuchen, möglichst in die Sinne zu gehen, also wirklich lauschen, okay, was sind für Geräusche, auch auf die ganz leisen Geräusche lauschen. Und auch die Nase wieder zu aktivieren, so richtig zu schnuppern. Was kann man aus der Luft für Informationen rausbekommen? Oder was merkt man einfach, okay, was sind da für Düfte und Gerüche? Man kann auch mit dem Mund oder mit der Zunge das versuchen, indem man so die Zunge so leicht oder den Mund leicht öffnet, die Zunge ein kleines bisschen raussteckt und Luft einsaugt, dass man da kann man auch was wahrnehmen. Oder wirklich, wenn man sich mit den Pflanzen auskennt, darüber die Geschmacksnerven aktivieren und vom Blick her einfach weich werden. Also wirklich in das periphere Sehen gehen, den Blick öffnen und einfach entspannt durch den Wald wandern und vielleicht dann irgendwo einen Platz finden, wo man wirklich lange oder länger sitzen kann und mal nur sitzt und beobachtet. Das würde ich ihm so als ersten Waldbesuch mitgeben, ja. Und das kann ich sagen, das ist besser als jede Fernsehshow. Da mal beobachten, was da so abgeht im Wald, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, sich hinsetzt. Ja. Und dies zu jeder Jahreszeit, behaupte ich. Im Winter ist es schon ruhiger, was vielleicht die Tierwelt einbelangt, wo ja viele sich oft darauf fokussieren, wenn sie so das erste Mal in den Wald gehen. Aber es gibt immer etwas zu sehen und ja, kann sehr spannend und actionreich sein, je nachdem.
Da wird oft schon mal eine Show geboten. Ja. Das ist so. Und manchmal ist es auch ganz ruhig. Ist auch ja, schön. Absolut. Ich meine, wer schaut sich schon immer nur Actionfilme an? Man möchte vielleicht auch mal so einen Liebesfilm sehen. Auch das gibt es zu sehen in der Natur. Genau. Ja. Ja, Elias, gibt es noch irgendetwas, das dir ganz besonders am Herzen liegt, uns noch mit auf den Weg zu geben? Ja, ich möchte alle, die den Podcast hören, einfach bitten, so viel wie möglich in eurer Situation zu machen, damit es einfach euch und der Natur gut geht und einfach diese schöne Welt, der schöne Planet wirklich gesund und lebendig bleiben kann oder wieder werden kann mehr. Sowohl für uns als auch für unsere Kinder und Enkel, dass es einfach, dass die das auch noch sehen und erleben dürfen, schön draußen ist. Also du meinst, dass das TV-Programm noch vielfältiger werden darf? Das in die Ferne sehen darf sehr vielfältig werden, ja. Ja, Elias, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du uns aus deinem Leben erzählt hast. Vielen Dank für dein Tun und Lassen, ob als Physiotherapeut oder eben als Begleitperson in Naturerfahrungen. Für dich, lieber Hörer, werde ich unten in den Shownotes noch die Website von Elias verlinken. Wenn ihr da mal Lust habt, auf den einen oder anderen Anlass mitzugehen, dann könnt ihr euch bestimmt bei Elias melden. Ja, natürlich. Ja, und dir wünsche ich einfach weiterhin möglichst oft die Zeit, frei in die Natur gehen zu können, auch mit eurer Tochter. Viel, viel Freude bei all deinem Sein und von Herzen alles Liebe. Ja, danke Sandra für das Interview, die schönen Fragen und ja, für die Möglichkeit einfach da zu teilen, was ich so gern mache und was mir am Herzen liegt. Genau, und ich wünsche dir auch alles Gute, genieß den Frühling noch, viel Draußenzeit, viel schöne Erfahrungen. Danke. Herzlichen Dank für dein Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, so freue ich mich, wenn du sie mit deinen Freunden auf Facebook teilst, denn so können sich möglichst viele Menschen von der Kraft der Natur begeistern lassen. Ich wünsche dir eine kraftvolle Zeit und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Deine Sandra.